Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Normalerweise sind meine Videos ja immer sehr organisiert, aber heute würde es mal komplett anders sein. Und zwar ist das heutige Video einfach gar nicht organisiert. Denn heute werden wir versuchen, meine Schulsachen zu organisieren. Das heißt, wir werden erstmal meine normalen alten Schulsachen aus dem letzten Jahr nehmen, diese durchgucken, die Dinge aussortieren, die halt noch wichtig sind. Und dann werden wir meine neue Schulorganisation planen. Das heißt, dass ich nämlich wahrscheinlich auf meinem iPad schreiben werde in dem nächsten Schuljahr. Also ich bin jetzt nämlich in der Oberstufe und da dürfen wir das. Und ich glaube, da finde ich es auch sinnvoller, mit iPad dann zu schreiben, als alles nur mit der Hand zu machen. Und dann muss ich auf jeden Fall ein paar Dinge machen, wie beispielsweise einige Sachen einscannen. Ich muss mir eine Note-Taking-App runterladen, die halt einrichten und so weiter. Und was wäre ich für eine YouTuberin, wenn wir das nicht zusammen machen würden heute? Ich freue mich nämlich mega darauf, das mit euch zu teilen. Und vielleicht kann ich jemandem damit helfen oder irgendwie inspirieren oder so. Und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also viel Spaß beim Video. Und zwar würde ich sagen, wir fangen direkt mal an. Also hier seht ihr jetzt ein wunderschön aufgeräumtes Bücherregal, was wir zusammen aufgeräumt haben. Und hier links habe ich jetzt meine ganzen Schulsachen. So, also das sind jetzt einfach meine ganzen Hefter, die ich in dem Schuljahr benutzt habe. Und das hier ist der sehr kaputte Ordner, in den ich letztes Jahr alle meine Schulsachen reingemacht habe, die ich behalten wollte. Und da sind jetzt einfach irgendwelche Blätter drin, die irgendwann nochmal wichtig sein könnten. Keine Ahnung, das ist hier voll super kaputt. Auch meine Hefter sind super kaputt. Also wie man merkt, schon sehr unorganisiert. So, das hier ist mein iPad und ich habe mir schon vor einigen Wochen sehr viele Gedanken dazu gemacht, welche Note-Taking-App ich benutzen möchte. Und so habe ich mich da vor allem zwischen GoodNotes, Notability und OneNote entschieden. Tatsächlich habe ich schon mal Notability ausprobiert und habe mich dann aber doch für GoodNotes entschieden, da ich eigentlich glaube, dass das die perfekte App für mich ist. Falls ihr dazu aber nochmal ein ausführliches Video sehen wollt, könnt ihr mir das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube einfach nur, dass für mich momentan GoodNotes einfach am passendsten ist. Deswegen habe ich mir die App auch runtergeladen, habe da drin aber noch fast nichts gemacht. Ich habe mir halt für jedes Fach, ich kann es euch mal zeigen, ich habe mir jetzt hier schon mal so einen School-Ordner erstellt und habe da einfach ein Notebook für jedes Fach von mir gemacht. Aber ich habe realisiert, dass diese Idee sehr, sehr dumm ist, da ich nicht für jedes Fach sozusagen einen Ordner haben sollte, sondern ich sollte mir vielleicht ein Hefte haben sollte, sondern ich sollte mir vielleicht für jedes Fach einen Ordner machen und dann für jedes Thema ein Heft. Das ist jetzt meine neue Idee. Das heißt, diese ganze Arbeit war einfach umsonst. Ja, ich glaube, das werde ich nicht so machen. Und die weitere gute Idee von mir ist, dass ich jetzt meine ganzen Sachen durchgucke und dann aussortiere in kann weg, das schmeiße ich dann sozusagen weg. Ich behalte es, das heißt, ich mache es dann in den Ordner rein. Oder eben, es ist sehr wichtig, ich werde es brauchen für das neue Schuljahr und werde dann einen Scan davon machen, also sozusagen einscannen und dann sofort hier als Referenz in meinem Ordner drin behalten, in dem jeweiligen Fach. Ach ja, und falls ihr irgendwelche Tipps mit GoodNotes habt oder mit der Organisation oder so, sagt mir unbedingt Bescheid, schreibt gerne in die Kommentare, damit wir uns ein bisschen austauschen können und uns einfach allen Organisationen ein bisschen helfen können, was, glaube ich, super sinnvoll ist, gerade jetzt in den Sommerferien, wo wir uns alle auf das nächste Schuljahr vorbereiten. Okay, das hier ist erstmal mein Musikhefter. Ich kann es nicht so wirklich umdrehen, weil hier mein Nachname auch drauf steht auf den meisten Fächern. Aber das ist mein Musikhefter und, oh nee, was soll das denn jetzt? Mein Musikhefter ist noch so schön. Dann kommt irgendwie so mein Biologiehefter. Kann ich so zeigen? Ja. Soll ich vielleicht auf so eine Trennwand reinmachen, dass ich halt weiß, was 9. Klasse war und was 10. Klasse war? Let's go. So, nach ungefähr einer Stunde bin ich jetzt mit den ganzen Sachen endlich fertig und habe die Sachen jetzt sortiert und habe hier einen riesen Stapel mit Dingen, die ich einscannen möchte bzw. behalten möchte. Und ich habe gerade überlegt, vielleicht soll ich die Sachen, die ich halt so als sehr, sehr wichtig befinde, auch in diesen Ordner hier noch reinmachen und einfach behalten. Und dann habe ich ja noch diesen anderen Ordner hier mit den ganzen anderen Sachen, die ich einfach so behalten werde. Und hier hinter mir sind die ganzen anderen Sachen, die ich wegschmeißen werde, weil die einfach gar keinen Sinn mehr in meinem Leben haben. Und jetzt werde ich anfangen, bei GoodNotes mal diese ganzen Sachen zu sortieren und mir diese Ordner dort zu erstellen. Musik
jetzt fertig mit den ganzen Ordnern. Und zwar sieht das Ganze jetzt wie folgt aus. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Wir haben jetzt bisher einen Ordner hier auf GoodNotes. Gehen dann rauf. Und dann habe ich hier einfach einmal meine ganzen Fächer, die ich habe. Das sind gar nicht so viele, das sind irgendwie 11 Fächer. Und dann habe ich sozusagen für jedes Fach schon mal einen Referenzenordner gemacht mit einfach den Sachen aus dem alten Jahr. Und zwar kann ich da jetzt einfach raufgehen und ich scanne jetzt was ein. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich glaube, es ja, kann man die Hülle wirklich abmachen. Ja. Es scheint zu funktionieren. Oh ja, es scheint zu funktionieren. Ja, okay, es lädt was. Okay. Okay, es hat geklappt und ich kann jetzt noch einen Namen eingeben. Okay, alles hat funktioniert. So, und ich mache jetzt noch so Zettel, damit ich die auf den Heft draufkleben kann und weiß, was für ein Fach das ist. Biologie. Und ich habe jetzt, wie gesagt, alle wichtigen Sachen einfach hier rein. Okay, guten Morgen, Leute. Schön, dass ihr immer noch hier seid. Es ist mittlerweile schon der nächste Tag und ich sitze jetzt immer noch mit ganz vielen Papieren auf dem Boden. Habe jetzt aber endlich alles eingescannt und das heißt, wir werden jetzt die Sachen hier rumliegen, ein bisschen aufräumen. Ich habe hier einfach so einen Riesenhaufen mit ganz vielen Papieren, die ich nicht mehr brauchen werde und deswegen einfach wegschmeißen werde. Und die Sachen, die ich eingescannt habe, habe ich jetzt auch schon, wie gesagt, in diesen Hefter hier eingeheftet, wo ich oben so Post-its reingemacht habe mit den jeweiligen Fächern. Beispielsweise, ich denke mal, dass ich diesen Hefte die ersten Wochen so mitnehmen werde, um auch zu gucken, ob ich das vielleicht brauche, weil ich denke mal, eigentlich brauche ich es nicht, weil ich es ja eingescannt habe, aber vielleicht brauche ich es auch. Wir werden sehen, weil ich beispielsweise jetzt irgendwie Mathe habe und irgendwie mir denke, ja, okay, ich muss nochmal eine Sache nachgucken. Dann gehe ich hier einfach auf Mathe rauf und kann es öffnen und habe dann sofort meine ganzen ja, Mathe-Notizen einfach hier, was ich super cool finde. Weil das sind auch wirklich so die wichtigsten Sachen, die ich sehr wahrscheinlich brauchen werde. Und deswegen finde ich diesen Hefter eigentlich ziemlich cool. Außerdem hatte ich auch noch so Sachen wie zum Beispiel, wo ist es? Ich habe es schon eingeheftet, oder? Außerdem habe ich auch noch so einen Methodenhefter, wo ich generelle Sachen eingeheftet habe. Wie beispielsweise die Operatoren, also wie man einen Text schreibt, dann irgendwie so, wie man Gruppenarbeiten gut macht und sowas. Lerntypen, das habe ich alles mal in der 7. Klasse gelernt, so dieses Lernen, Lernen. Und da habe ich so wichtige oder gute Sachen habe ich auch noch eingescannt in einen extra Ordner. Bei GoodNotes, dann habe ich das auch noch drin, aber ich glaube eigentlich nicht, dass ich das brauchen werde, weil ich habe das bisher eigentlich auch nie wirklich gebraucht. Und nochmal eine ganz kurze Aufklärung, da ich ja vor einigen Wochen in meinem Video gesagt habe, dass ich eigentlich nicht so der Fan von iPads bin. Und ich glaube, das haben jetzt einige missverstanden, da unter meinem letzten Video, wo ich das schon mal so angekündigt habe, einige, oder ich glaube nicht einige, aber so ein, zwei Leute haben kommentiert, warum ich das denn jetzt auch geändert habe. Und hier mal kurz die Aufklärung dazu. Und so habe ich ja in dem Video nicht gesagt, dass ich generell gegen iPads bin, sondern nur, dass ich gegen diesen Druck von iPads bin. Also das sozusagen alles da die YouTuberInnen immer sagen, oh mein Gott, du musst ein iPad haben, um erfolgreich in der Schule zu sein. Weil das stimmt dann einfach nicht. Du brauchst kein iPad, um irgendwie gute Noten zu haben. Du musst auch nicht GoodNotes haben, du musst nicht schöne Stationery, schöne Schreibutensilien haben, du musst keine schöne Schrift haben, du musst nicht alles von diesen Kriterien erfüllen, um gute Noten zu haben. Und das war einfach nur der Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig war. Aber ich war, und ich habe es auch in diesem Video direkt gesagt, ich bin oder war nicht gegen iPads oder gegen GoodNotes oder irgendwie sowas. Und ich habe mich jetzt, wie gesagt, ein bisschen darüber informiert und dachte einfach, dass GoodNotes wahrscheinlich die beste App doch sein wird für mich persönlich und werde sie jetzt mal die ersten Wochen des neuen Schuljahres ausprobieren und dann auch mal gucken, wie das für mich funktioniert. Und dann werde ich auf jeden Fall auch noch ein Update geben, falls es dann irgendwie doch nicht so klappt und ich was anderes dann überlege oder so. Aber das ist, wie gesagt, bisher meine Schulorganisation, dass ich einfach auch am iPad mitschreiben werde und ich bin schon sehr gespannt, wie das dann wird. Also es ist hier schon wieder ein mega Chaos wegen meiner ganzen Sachen, aber auf jeden Fall kommt diese Ordnung immer wieder hier hinten hin und hier kommen meine ganzen alten Notizen rein, die ich nicht mehr brauchen werde. Von dieser ganzen Müll, ich glaube dieser ganze Müll ist eine weitere Sache, wo ich froh bin, man kann nicht mehr digital mitzuschreiben, weil ich digital einfach alle Sachen aufbewahren kann, ohne dass es halt so ein Müllhaufen wird. Okay, also normalerweise hatte ich in diesen Fächern hier meine ganzen Hefter drin, wo jetzt aber fast gar nichts mehr drin ist, weil ich die Hefter ja nicht mehr habe. Wow. Erstmal sortiere ich jetzt die Sachen, was ich überhaupt noch alles so behalten möchte oder behalten muss. So, ich habe gerade noch meine tolle Facharbeit aus der 9. Klasse gefunden. Der Ordner ist einfach richtig, richtig dick. Die Facharbeit hieß einfach, wie werden altersspezifische Entwicklungsaufgaben im Poetry Slam bearbeitet? Eine Analyse am Beispiel von Trennungserlebnissen von Jugendlichen.
Ja, darüber habe ich geschrieben. Und ich habe eine 1 bekommen tatsächlich. Ich hatte irgendwie einen Punktabzug oder so. Habe ich geschrieben, als diese ganze Corona-Sache losging. Da war ich, glaube ich, schon im Lockdown und so. Genau. Und ich werde es auch da hinten einheften zu den alten Schulsachen einfach, weil ich es auf jeden Fall aufheben möchte. So, und ich bin jetzt eigentlich fertig mit meinen ganzen Schulsachen. Und deswegen war es auch heute mit dem Video. Ich hoffe, dass wir uns gegenseitig ein bisschen helfen können. Und dass dieses Video dir auch vielleicht ein bisschen geholfen hat, dich ein bisschen inspiriert hat und vielleicht ein bisschen motiviert hat, deine ganzen Schulsachen mal anzugehen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Back-to-School-Videos. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und dann bis bald. Tschüss!